Ich muss sagen, wirklich sehr liebenswert von euch, dass ihr mich eingeladen habt, diese Nacht bei euch im Hause zu schlafen. Ja, das ist doch selbstverständlich, das tun wir wirklich gern. Ja, du bist unser Gast. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich im Berts Bett schlafe. Oh, mach dir darüber keine Gedanken. Nein, das macht Bert nichts aus. Nein. Ich nehme meine Wolldecke und mein Kopfkissen und dann schlafe ich drüben auf dem Sofa. Das macht mir wirklich überhaupt nichts aus. Ja, das Sofa ist ganz bequem. Ja, wirklich. Also, gute Nacht. Gute Nacht, jetzt Freundchen. Träum auch was Schönes, Bert. Das werde ich. Gute Nacht. Gute Nacht. So, und jetzt geht's ins Bett. Ja, ich bin auch sehr müde. Ich werde gut schlafen. Bin hundemüde, werde gleich einschlafen, Graf. War ein anstrengender Tag heute. Ja, also. Schlaf gut. Du auch, mein Freund. Vielen Dank. Aber eine Sache lässt mich doch nicht ruhen. Was denn? Ich bin nämlich überhaupt nicht müde. Ach so, na ist nicht schlimm. Wenn ich mal nicht schlafen kann, sagt Bert, ich soll einfach Schäfchen zählen. Schäfchen zählen, wer ist das? Das ist keine Person, sondern eine Sache. Das macht man, wenn man nicht einschlafen kann, weißt du? Ich habe noch nie davon gehört, dass man davon einschläft, aber es klingt ganz interessant. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ja, man stellt sich in seiner Fantasie einfach Schafe vor, die über einen Zaun oder sowas ähnliches springen und dann zählt man sie. Und ehe man sich's versieht, wird man so müde von dem ständigen Zählen, dass man, ohne dass man es merkt, darüber einschläft. Klingt fantastisch. Mhm. Vielen Dank, ich probier's mal. Keine Ursache. Gute Nacht. Also gute Nacht, Ernie. Tja, wenn ich Schafe zählen soll, die über einen Zaun springen, brauche ich erstmal einen Zaun. So, ein niedlicher kleiner Zaun. Und nun zu den Schafen. Ah, eins, ein kleines wolliges Schaf springt über den Zaun. Zwei kleine wollige Schafe springen über den Zaun. Drei kleine Schafe springen über den Zaun. Vier kleine Schafe springen über den Zaun. Oh. Fünf kleine Schafe springen über den Zaun. Sechs kleine Schafe springen über den Zaun. Einfach hinreißen. Sieben kleine Schafe springen über den Zaun. Acht kleine Schafe springen über den Zaun. Neun kleine Schafe springen über den Zaun. Zehn kleine Schafe springen über den Zaun. Oh Mann, dieses Sofa ist doch wirklich ganz bequem, ja. Tja, ich habe ganz gut geschlafen. Hat der Graf auch gut geschlafen? Guten Morgen, Bert, guten Morgen, was für ein herrlicher Tag. Ja, guten Morgen, Graf. Schon am Morgen so munter. Hast du auch gut geschlafen? Gut geschlafen? Was für eine Frage. Das war die wunderbarste Nacht in meinem Leben. Oh, wie schön. Das freut mich. Aber ich bin ja so froh, dass du hier bei uns so gut geschlafen hast. Ja. Geschlafen? Wieso geschlafen? 43.891. 43.892. Ernie. 43.893. Ernie, 43.894. 43.895. Ernie. Schafe. 43.896. Schafe. 43.895. Könnte ich heute Nacht wieder bei euch schlafen, Bert? Nein. Hast du ihn angesteckt?